Diese These 2, Unverzichtbarkeit, besagt, dass jede Rechtsnorm einen eigenen Anwendungsbereich haben muss. Wenn wir aber jetzt überlegen, dass wir ja auch, falls wir den Anspruch aus 536a Absatz 2 BGB verneint haben, einfach auf 539.1 BGB in Verbindung mit den GOA-Regeln zurückgreifen könnten, dann bräuchten wir 536a Absatz 2 BGB gar nicht. Dann könnten wir einfach immer sofort auf 539.1 BGB gehen und uns fragen, ob eben die Voraussetzungen der echten berechtigten GOA auch gegeben werden. Das kann aber nicht Sinn der Sache sein. Jede Norm hat ein eigenes Anwendungsfeld und so auch 536a Absatz 2 BGB. Der ist nämlich für mangelbedingte Aufwendungen gedacht. Und wenn du jetzt mal in die amtliche Überschrift zu 539.1 BGB schaust, stellst du fest, der ist für sonstige Aufwendungen gedacht, sprich für alle, die nicht mangelbedingt sind, namentlich Schönheitsreparaturen.